Arai glaubt zwar nicht, dass Maschinen uns ebenbürtig werden, aber dafür können sie immer mehr Dinge, die wir auch können. Sie könnten uns überflüssig machen. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir die Entwicklung der KI-Technologie nicht aufhalten können. Deshalb müssen wir uns überlegen, wie wir schon jetzt die Ausbildung verändern. Was wir tun müssen, um den Arbeitsmarkt entsprechend gestalten zu können. Das ist wichtig, weil davon abhängt, ob die künstliche Intelligenz zum Wohl der Menschheit beitragen wird und die Produktivität steigert oder ob die Arbeitslosigkeit weltweit steigt und die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird. Menschen, deren Arbeit auch Algorithmen erledigen können. Künstliche Intelligenz wird in alle Arbeitsbereiche eindringen.